willkommen zurück auf unserem Video-Channel. Diesmal Videoblog Nummer 3, lang erwartet. Beim letzten Mal ja auch schon angekündigt, dass ich heute ein bisschen auf das Thema Weinbewertungssysteme eingehen werde, was doch ein Feld ist, was sehr viel verwandt wird, aber auch nicht jedem wirklich verständlich ist. Was sind das für Punkte? Wer vergibt die? Warum? Wie setzen die sich zusammen? Was können die mir sagen oder was vielleicht auch nicht? Habe ich mal probiert für euch das Thema ein bisschen zu fokussieren oder auf die wichtigsten runterzubrechen. Für mich war eigentlich immer wichtig zu wissen grundsätzlich, dass es zwei große Weinbewertungssysteme gibt, die sich grob teilen können in einen amerikanischen Weg, Weine zu bewerten, und einen klassisch europäischen. In dem Fall muss man die Briten auch ein bisschen vorheben, einen britischen Weg, die das Thema Weinbewertung etwas anders sehen. Grundsätzlich ist die Weinbewertung natürlich eine subjektive Einschätzung eines Weines, wobei man versucht, diese subjektive Wahrnehmung jedem irgendwo zugänglich zu machen, sodass man sich Kriterien schaffen muss, die diese Subjektivität etwas entschärfen und das Thema auch für jeden erklärbar machen. Wie funktioniert das mit dem amerikanischen System? Wohl jedem bekannt, oder eigentlich der bekannteste Weinkritiker der Welt, unser Robert Parker, die berühmten Parker-Punkte, seit den 80er Jahren existent. Parker ist weltweit der anerkannteste Kritiker, seine sensorischen Fähigkeiten sind unbestritten. Aktuell findet zum Thema Parker ein kleiner Umbruch statt. Mr. Parker zieht sich langsam aus der Bewertung zurück, hat jetzt auch die Bordeaux-Subskription an Neil Martin abgegeben, wobei man sagen muss, dass der vor 5 Jahren unverständlich wäre, dass Parker mal einen Jahrgang in Bordeaux unbewertet lässt. Ist dieser, der 2014er Jahrgang, der erste Jahrgang, der komplett von Neil Martin bewertet wurde. Wie funktioniert das bei Parker-Punkten? Vielleicht schon mal gesehen, auch schon mal gehört. Robert Parker geht immer von einem Maximum von einer 100er Skala aus. Wobei man sagen muss, wie setzt sich die 100 zusammen, woher kommt die, was sagt mir die? Grundsätzlich ist es in den USA so, dass man von der Basis 50 ausgeht. Also die 100 ergibt sich aus dem amerikanischen Schulsystem, das da zumindest angelehnt. Die Basis ist immer 50, also es wird keinen Wein unter 50 Punkte geben. Das heißt, bei 50 startet man. Nächstes Kriterium: Aussehen, 5 Punkte, Geruch, 15 Punkte, Geschmack, 20 Punkte, und auf den Gesamteindruck vergibt Parker oder die Mitarbeiter von Robert Parker dann nochmal 10 Punkte. Gesamt müsste das für den Top-Spitzen-Premium-Wein 100 Punkte ergeben. Wie ist es zu beurteilen? Wie wird es bewertet? Man kann sagen, 50 bis 79 liegen wir bei durchschnittlich bis schwach, bei 96 bis 100 liegen wir bei außergewöhnlichen Weinen. Bewertungen von Parker, die bei 81 Punkten liegen, damit wird sich wahrscheinlich kein Wein rühmen, die tauchen so gut wie auch nicht auf, trotzdem sind sie bewertet. Das Weingut oder der Weinverkäufer entscheidet immer noch selber, ob er die Punkte für sich nutzt, ja, auch als Marketing-Tool. Ein Wein, der 98, 99, 100 Parker-Punkte bekommt, ist natürlich gut verkauft, gut beurteilt und für den einen oder anderen Konsument auch ein Grund, sich auf den Wein zu konzentrieren. Auf der europäischen oder auf der britischen Seite muss man Jancis Robinson als berühmteste Weinkritikerin hervorheben, hat tolle Werke geschrieben, Weinlexika, Weinatlanten, die wirklich hervorragend sind, die ich nur empfehlen kann. Wir in Europa oder das britische System sieht ein 20-Punkte-System vor, von den Kategorien ähnlich, auch von der Fokussierung sehr ähnlich, Geschmack mit 7 Punkten, doch prozentual sehr stark in der Weinbeurteilung. Ja, im Grunde genommen ergibt sich nichts anderes. Wir reden dann bei kleiner oder unter 12 Punkten von fehlerhaften oder schwachen Weinen. 12 bis 16 gut bis sehr gut, 16 bis 18 ausgezeichnet und über 18 Punkte von Jancis Robinson oder vom Decanter vergeben, sind wirklich ausgezeichnete Spitzenqualitätsweine. Ja, das sind so grob die zwei Systeme, die man kennen sollte, in die man auch die vielen anderen Bewertungssysteme auch bringen kann, wie zum Beispiel James Suckling, Wine Spectator, Wine Advocate. Wir als Würmann haben uns auch für die amerikanischen Bewertungen entschieden, weil es doch ein bisschen mehr Aussage hat, man ein bisschen mehr spielen kann zwischen 94 und 95 als zwischen 16 und 17. Der Decanter
doch klassisch europäisch, vergibt die Punkte ähnlich wie Jensis Robinson von 0 bis 20. Ja, das so viel zum Thema Bewertungssysteme. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen, was man vornehmen kann, wie sich solche Punkte zusammensetzen. In der nächsten Folge werden wir mal ein bisschen das Thema Wein viel intensiver einsteigen, unsere Punkte mal nutzen, um Weine auch tatsächlich so analytisch mal zu beurteilen und die eine oder andere Sommerspezialität hier aus dem Hause Bührmann vorstellen. Viel Spaß beim Schauen und bis dann. Tschüss!